Könntest du mal schnell die Nase anschneiden, vor der Show? Fertig. Du schwimmst die Augen höher, wenn du den Clip hast. Vorher habe ich schon zu viel gehabt, ich gesehen. Richie, was ist dein erster Eindruck? Bist du schon mal da gewesen? Schon mal da gewesen, schon mehr als einmal. Früher die grössten Schweizer Hits. Bluffsack. Da werden wir nachher dann hocken mit der Viola. Also ich hoffe es einmal. Und schau mal die Bühne an, die ist riesig. Ich habe gehört, über 2 Millionen Leute haben hier Platz. Mal schauen, ob wir es füllen. Natürlich nicht. Was machst du da? Ich tue da den Leuten ein bisschen, weißt du, dass ich ein Backstage schaue, was so abgeht. Ja, jetzt ja, sind wir ja an der Bühne, oder? Ja, ja. Aber gehen wir Backstage. Ich habe sogar eine eigene Garderobe, oh mein Gott. Probe. Jetzt haben wir gerade ein Briefing, wie es weitergeht. Ich probe. Sonst gibt es keine Würstchen. Das ist Anna und da ist der Ricci. Und alle anderen können ich nicht. Weißt du ihm nicht? Mega viele Leute, die arbeiten. Es kommt nachher dann auf YouTube. Und dann willst du etwas den Leuten sagen, die das Video sehen. Ich bin abartig aufgeregt für heute oben. Es fängt am 10 ab 8. Ja, das weißt, kommt erst am Mittwoch. Es hat angefangen am 10 ab 8. Hat angefangen. Wir sind mega aufgeregt. Aber es kommt gut. Wir sind schon alle am Zittern. Ja. So, und ich zeige euch mal, was der Unterschied ist zwischen einem Popsänger mit einer riesigen Auswahl an Schuhen und dann von einem Volkssänger mit dieser Auswahl an Schuhen. Ja. So, wir sind gerade am Essen und beim Essen stört man einem nicht, nicht mal den Teufel, aber ich mache es das. Richie, bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt für heute Abend? Ein bisschen. Noch nicht extrem jetzt gerade. Du? Also, ich kann dir ehrlich sein, er zittert huere. Weil. Nein, stimmt nicht. Aber es war schon aufgeregt. Aber jetzt einfach komm. Könntest du mal schnell die Nase anschneiden vor der Show? Fertig. Du schwimmst die Augen höher, wenn du den Clip hast. Vorher habe ich schon zu viel gesehen. Ja, mal hier, schau. So, vorbei ist es. Die Premiere ist geglückt. Und ja, ich bin noch ein bisschen, glaub, noch ein bisschen müde von gestern. Es war eine recht grosse Anspannung, wenn man so eine Sendung das erste Mal macht und man ist dauernd irgendwie von Kameras begleitet und es singt man noch irgendwie Songs, die nicht von einem selber sind. Und wir hoffen natürlich, dass es gleich gut ankommt. Und ja, ich glaube, es ist cool, ich habe mega Freude gehabt. Und ja, also wie gesagt, die nächsten 4 Wochen bin ich hier in Fritzlingen. Ich werde euch von hier ein bisschen erzählen und hoffe, eure Wünsche könnt erfüllen, wenn ihr ein paar habt, was ihr noch sehen wollt. Vielleicht wollt ihr mal, so nicht, Bodensee Arena von unten sehen. Das geht gar nicht. Das sage ich. Keine Ahnung, schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr etwas sehen wollt. Oder vielleicht ein spezielles Duett gehört oder so. Mal schauen, was sich da machen lässt. Und ja, bis bald. Tschüss zusammen.